Hast du dich auch schon mal gewundert, warum an östlichen Panzern öfters Holzstämme montiert sind? Der Grund dafür ist tatsächlich sehr simpel. Sollte man mit seinem Panzer einmal im Schlamm oder ähnlichem feststecken, kann man diesen Stamm an die Ketten anbringen, was dafür sorgt, dass man sich leichter befreien kann. Der Baumstamm agiert hier dann wie ein Anker, an dem sich der Panzer entlangziehen kann. Und dadurch, dass man auch nicht viel Aufwand braucht, um diesen Baumstamm anzubringen und auch wieder abzunehmen, ist es eine sehr simple Lösung, um einen festgefahrenen Panzer zu befreien. Diese Methode wird bis heute vor allem im Osten oft benutzt. Der Grund, warum man sowas im Westen eher weniger sieht, ist, dass wir einfach andere Konditionen haben, die dies nicht erfordern. Für die allermeisten Situationen werden im Westen eben Bergungspanzer benutzt. Extra Schutz bieten die Dinger übrigens in 98% der Fällen nicht effektiv.